bin der Ansicht, dass ich davon, von dieser Möglichkeit auch sehr weit letztendlich auch profitiert habe. Denn ich habe sicherlich das System ein bisschen an die Grenzen gebracht. Als Chef einer Kampfkompanie der Bundeswehr gleichzeitig in der Friedensinitiative zu sein und solche Reden zu halten und sagen wir mal, wirklich gegen den Stachel zu löcken, das war ja schon eine ganz schöne Bandbreite dessen. Das ist schon eine Herausforderung. Ich bin gegen jegliche militärische gewaltsame Lösung. Ich bin total gegen Atomwaffen und ich mache mittlerweile mein halbes Leben lang Filme über alles das, was ich für elementar halte. Und dieses Elementarhalten, das begann in meinem Leben schon ziemlich früh. Und das kann ich jedem nur anregen, auch sich mal so früh mit der Sache zu verbinden. Bei mir war es, dass ich mich einsetzen wollte für Frieden, für Gerechtigkeit und für die Bewahrung der Schöpfung. Woher das kam, kann ich heute nicht mehr sagen. Vielleicht durch, ich weiß nicht, vielleicht mein Religionslehrer oder irgendjemand muss mich das so. Und ich fand das irgendwie, das ist doch was, das ist irgendwie was Ordentliches. Und in meinem Verständnis der damaligen Zeit, mit einem Wehrmachtsoffizier als Vater, preußischer Offizier aus Ostpreußen, da können Sie sich vorstellen, was das so von Hintergrund war, war das für mich, für den Frieden auch sich sozusagen mit einer Kampfbereitschaft einzusetzen, will ich mal so sagen. So. Deshalb war es für mich klar, Frieden war in meinem damaligen Verständnis sozusagen, dafür muss man kämpfen. So. Und dieses Gedanke des Friedens, sich dafür zu kämpfen, das ist mein ganzes Leben eigentlich geblieben. Und wie Friede entsteht, wie wir ihn erhalten können und dadurch letztendlich auch die Schöpfung bewahren. Das ist etwas, was mich mag manche überraschen, weil ich ja so im Umweltbereich sozusagen mich engagiere oder einsetze. Aber das sind Dinge, die absolut miteinander zusammenhängen. Das ist bei meinem Leben ist das sozusagen die Grundlage, der Start gewesen und auch jetzt noch prägt es mich. Meiner Erfahrung nach sind Friede und Schöpfung ganz eng verknüpft mit dem Thema Energie. Denn ohne Energie findet heute kein Leben statt, schon gar kein modernes. Wir brauchen Energie für Wärme, Transport und Industrie. Logisch. Deswegen werden Kriege rund um fossile Energieressourcen wie Kohle, Öl und Gas geführt. Ich würde beinahe sagen, fast alle Kriege, die wir heute haben. Die Förderung und Nutzung von fossiler Energie allerdings gefährdet gleichzeitig unsere Lebensgrundlage. Dabei liegen alle Lösungen auf der Hand mit erneuerbaren Energien, die vor allem Sonnenlicht und Wind direkt in Elektrizität und Wärme umwandeln, ohne den Umweg über Kohlenstoffemissionen in die Luft. Offensichtlich leben wir in einer Welt und in einer Zeit, in der der Krieg Normalität ist und in der wir den Frieden mitsamt all seinen Facetten gewaltfrei erkämpfen müssen, durch Widerstand. Ich bin überzeugt, wir brauchen gerade heute, gerade jetzt und gerade hier in Deutschland und Europa mehr Widerstand. Denn so wie das Thema Friede mit dem Thema Energie verbunden ist, ist das Thema Energie mittlerweile mit dem Thema Widerstand verbunden. Gott sei Dank. Also ohne Widerstand gegen die bestehenden Verhältnisse kein Friede, auch wenn das paradox klingen mag. Aufbruchformen des Widerstandes. Darüber möchte ich mit Ihnen sprechen und Sie auch ganz persönlich zum Nachdenken über Ihren eigenen Aufbruch anregen. Beginnen möchte ich aber tatsächlich mit den Formen des Widerstandes und dafür mit Ihnen zurückblicken auf Beispiele und die Geschichte berühmter Widerstandsbewegungen. Da ist der erste gewaltfreie Widerstand durch Mahatma Gandhi. Da sind die Widerstandskämpfer der Weißen Rose. Da sind die Vorkämpferinnen für das Frauenwahlrecht. Heute hatten wir eine Ausstellung zu dem Frauenpower. Doch gar nicht so lange her, ne? Diese Zeit, in der Frauen dafür gekämpft haben und Männer mit ihnen. Die Friedensbewegung gegen den NATO-Doppelbeschluss und die Stationierung von Atomwaffen auf deutschem Boden in Mutlangen, deren Teil ich selber war. Die Friedliche Revolution 1989 in Leipzig. Die Anti-Atomkraftgegner mit der Blockade der Castortransporte. Mein Team und ich waren in den vergangenen Jahren
die Chronisten fast aller wesentlichen progressiven Widerstandsbewegungen in Westeuropa und in vielen Teilen der Welt. Das empfinde ich als ein Geschenk. Und heute habe ich das gute Gefühl, es wird eher mehr als weniger. Der arabische Frühling, die Occupy-Proteste in der Ukraine, New York und in der Türkei, Hambacher Forst, Hambi bleibt, WikiLeaks und Julian Assange, der Widerstand französischer Arbeiter gegen die Rentenreform. Sprechen wir über den wesentlichen Aspekt von Widerstand, die moralische Dimensionen. Was unterscheidet Formen des Protests, Formen des Widerstandes? Wenn Sie über Ihr eigenes Engagement, etwa bei Demonstrationen oder bei Bürgerinitiativen, schauen, was sind für Sie typische Merkmale von Widerstand? Meiner Ansicht nach gibt es tatsächlich noch vor der Moral zwei Dimensionen, nach denen sich Formen des Widerstandes klassifizieren lassen. Nämlich, erstens, ist der Widerstand gewalttätig oder gewaltfrei? Und zweitens, gegen wen richtet sich der Widerstand? Gegen ein System im Ganzen oder gegen einen Aspekt unseres Zusammenlebens, der aber innerhalb des Systems verändert werden kann? Daraus ergibt sich eine Matrix, nach der wir Formen des Widerstands klassifizieren können. Schauen wir direkt einmal, wie sich der globale Klimaprotest hier einsortiert. Er ist weitgehend gewaltfrei, geprägt von zivilem Ungehorsam und richtet sich gegen einen Aspekt unseres Zusammenlebens, der gerade noch so innerhalb unseres Systems verändert werden kann. Schließlich ist die Umstellung unserer Energieerzeugung von fossilen Brennstoffen auf erneuerbare Energien unbestritten ein riesiger Kraftakt, der an vielen Gewohnheiten und Normen unseres Zusammenlebens rüttelt. Dennoch wollen die Klimakämpfer nicht das System insgesamt umstürzen, auch wenn ihnen das manchmal unterstellt wird, ja, sondern nur korrigierend eingreifen mit Mitteln am Rande der Legalität. Kommen wir zum Ursprung des Widerstandes. Wer von Ihnen, wer von euch hat schon mal echt Widerstand geleistet? Würde mich mal interessieren. So wie man sich das vorstellt. So da gesessen und nicht weggegangen. Ah ja, 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 man muss ein bisschen nachdenken, ja, cool. Also so mal so ein Viertel, seid stolz drauf, ja. Damit meine ich, also ich meine jetzt nicht eine diffuse Angst vor dem Klimawandel, ja, sondern eure ganz persönlichen Gründe und Momente, wann der Wandel und der Widerstand in euch begonnen hat. Oder das sage ich euch, weil dann geht das besser, okay? Bei mir war es eine Veränderung und Veränderung ist seitdem auch ein Stück weit mein Lebensmotto geworden. Deshalb heißt zum Beispiel einer meiner Filme Power to Change. Ich finde die Fähigkeit, die Möglichkeit, sich zu verändern, auch in fortgeschrittenem Lebensalter, eine unglaubliche Chance und eine unglaubliche Perspektive. Wir können immerzu uns von Gewohnheiten, uns von Zwängen befreien und uns verändern. Das können Menschen in anderen Systemen übrigens nicht und erst recht Frauen nicht. Also 1983 war ich, wie gehört, Soldat der Bundeswehr und glaubte, auf diesem Wege Frieden bewahren zu können. Die Geburt meiner ersten Tochter veränderte das. Und das war dann so. Ich hatte das Gefühl, als dieses Kind geboren wurde, wo ich natürlich mit dabei war, dass jetzt ein Moment gekommen war, in der ich nicht einfach nur so sozusagen still in Opposition sein konnte, das war ich, also so in Diskussionen oder so etwas, sondern wo ich in mich aus mir selbst herausgedacht habe, das kannst du nicht mehr mitmachen. Und das war vor allem ausgelöst durch die sozusagen Bewaffnung oder durch die Stationierung von amerikanischen Atomraketen, Pershing 2-Raketen, hier in Deutschland. Für die Jüngeren dazu, das waren Raketen, die flogen etwa 10 bis 12 Minuten atomar bestützt, Mittelstreckenraketen von eben in Deutschland, deshalb haben die ja hier auch sozusagen sie auch installiert, konnten die also diverse Orte in Westrussland, also Moskau und so weiter, erreichen. Einmal abgeschossen, konnte man sie nicht wieder aufhalten. Das heißt,
Und das so etwas macht man nicht aus sich selbst heraus, so unterstellt. Das war also eine Antwort auf SS-20-Raketen von den Russen, von russischer Seite. Die klassische Situation, zwei Seiten stehen sich gegenüber. Wenn einer schießt, hat er noch genau 12 Minuten Zeit und muss das jetzt mal wahrnehmen. Also letztendlich ist die Entscheidung, darauf zu reagieren, war letzten Endes nur 2-3 Minuten, um auf den Knopf zu drücken und wieder zurückzuschießen und damit beides zu zerstören. Was ein Irrsinn. Das war auch alles vollkommen gegen das, was ich sozusagen in meinem Bewusstsein, weshalb ich ein starker Soldat sein wollte oder so etwas, ja, und ich wollte jetzt verteidigen, sollte sich erhalten werden, klar. Und so ging es los. Und dann entstanden eine ganze Menge von Maßnahmen und so weiter. Ich war mit beteiligt auch an diesem Widerstand. In Mutlangen war das. Mutlangen, unser Mut soll langen. Da sind Leute, haben Leute dort, auch aus meiner Firma, später dann, haben dort einfach jahrelang gelebt und so weiter und so fort. Es war ein jahrelanger Kampf gegen diese dort installierten russischen Mittelstreckenraketen, die mit riesigen Trucks dann so rausfuhren, da hat man sie blockiert und so weiter und so fort. Und ich selbst, das waren Amerikaner, sprich ein NATO-Partner, ich selbst Chef einer Kampfkompanie, also die Spannung war da schon ziemlich groß. Das Einzige, was ich für mich selber gesagt habe, ich mache alles drumherum, nur ich setze mich da nicht persönlich hin und sozusagen blockiere diese Trucks, die dann durch die Gegend fuhren. Das habe ich gemacht am 1. Juli 1987. Und zwar morgens um 8 Stunden, nachdem man den Dienstzeit bei der Bundeswehr endete. Das war sozusagen ein Schwur, zusammen mit 3 anderen. Und es kamen 56 Polizisten, wurden aufgeboten, um uns 3 dann dort wegzutragen. Nach Auffassung der dort also lebenden Widerstandsleute war das beste Verhältnis zwischen Blockierer und Polizei, das je erreicht wurde. Also der staatliche Aufwand, 3 Leute wegzutragen, wo man ja so je 2 Menschen braucht, mit 56, das waren so diese Fahrzeuge, wir kennen ja diese Kleinbusse, war beträchtlich. Das war sozusagen ein erster, vorbereitet über diese Jahre hinweg, wo ich noch ganz andere Sachen gemacht habe, aber eben nicht persönlich blockiert, Widerstand dagegen. Und ich werde nie vergessen, das Gesicht der amerikanischen Soldatin, die so ein Brötchen gegessen hat, und ich habe mir gesagt, hoffentlich hält sie an. Und die fuhr dann auf und zu und irgendwann muss sie dann ja mal den 32 Tonner mal bremsen. Und das hat sie dann, wie Sie sehen, ja auch gemacht. So. Widerstand entsteht also dann, wenn sich ein Individuum oder eine Gruppe aus Individuen in ihren Moralvorstellungen oder Werten verletzt fühlt. Aber was bedeutet das? Um zu begreifen, wie der Aufbruch zum Widerstand entsteht und welche Voraussetzungen es für das Entstehen von Widerstand braucht, müssen wir uns zum Kern einiger Begriffe vorarbeiten. Nämlich der Definition von Widerstand, also der Frage, was ist Widerstand? Und wir müssen uns anschauen, wie Moral und Werte entstehen und in welchem Verhältnis sie zum Recht stehen. Zur ersten Frage. Was ist Widerstand? Es ist das Aufbegehren der Schwachen gegen die Mächtigen, mit dem Ziel, die Gesellschaft besser und gerechter zu machen. Viele von euch werden das folgende Zitat kennen, das Bertolt Brecht zugeschrieben wird. Wo Recht zu Unrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Das stammt übrigens eigentlich aus einem Lehrwort von Papst Leo XIII. Aus dem 19. Jahrhundert, habe ich bei dieser Vorbereitung für diese Sache hier erfahren. Es bezog sich auf das Naturrecht, eine unumstößliche Konstante. Da wurde schon sehr früh drüber nachgedacht, über diese Themen. Es muss also ein universelles, allgemeingültiges Recht geben, das anscheinend für alle Menschen gleichermaßen gilt. Oder das sich zumindest über die Zeit als Grundlage für unser Zusammenleben herauskristallisiert hat. Wenn das der Fall ist und Sie sich darauf berufen können, dann ist Widerstand legitim. Kommen wir zur zweiten Frage, der nach der Entstehung von Moral, Wert und Recht. Gute Nachricht, unser gesellschaftliches Wertesystem entsteht durch jedes Individuum als Teil dieser Gesellschaft. Es ist also nicht etwas Vorgegebenes, sondern es ist ein lebendiges, sich entwickelndes Konstrukt. Das bedeutet, wir alle sind Teil und Zutat der Moral und der Werte unserer Gesellschaft. Das finde ich einen ausgesprochen bemerkenswerten Satz, den man einfach mal so sagt. Aber wir schaffen die Gesellschaft, nicht die Politik oder der Staat oder so etwas. Das ist nicht vorgegeben, das ist nicht determiniert. Und wir alle haben Einfluss darauf.
All die von uns Individuen gemachten Erfahrungen prägen die Moralvorstellungen von uns und in unserem Umfeld. Daraus entsteht unser Wertesystem. Widerstand im Inneren, Verhaltensänderungen gegen den Mainstream. Da beginnt es. Und wenn das nicht im Inneren läuft, dann funktioniert es auch nicht. Und wenn es auch nicht sozusagen vom Inneren heraus getragen wird, dann wird es nicht geglaubt. Das bedeutet, wir alle sind Teil und Zutat der Moral und der Werte unserer Gesellschaft. Das habe ich schon mal gesagt. Moral und Werte sind allerdings nicht gleich Recht. Denn staatliche Gesetzgebung durch Regierung und Rechtsprechung durch Gerichte orientieren sich zwar an den Werten einer Gesellschaft, ihre Umsetzung hinkt jedoch durch Wahlen, aber auch durch Lobbyismus und Interessenvertretung hinter den Entwicklungen her. Und sie werden dabei oft stark verformt. Das Ergebnis des Versuchs, subjektiv geprägte und sich ständig verändernde Werte und Normen in Gesetze zu verpacken, bleibt häufig durch den Kompromiss der Demokratie auf halber Strecke liegen. Deswegen braucht es in manchen Fällen Widerstand von außerhalb der staatlichen Institutionen. Die Regierung als solche, die Meinungsbildung von Regierung ist einfach zu langsam. Es kommt sozusagen nicht mit. Oder es wird von anderen Mächten beeinflusst. Widerstand wird also zum Korrektiv falscher staatlicher Entscheidungen. Aber was ist falsch und wer definiert das? Moralisches Handeln wird nur dann möglich, wenn es ein übergeordnetes Regelwerk gibt, das uns sagt, was richtig und was falsch ist. Und damit kommen wir zur zweiten guten Nachricht. Denn über die vergangenen 250 Jahre haben wir tatsächlich ein solches universelles Regelwerk erarbeitet, nämlich die Menschenrechte, die das Leben als oberstes Gut schützen und die deshalb die Grundlage des Wertepools einer jeglichen Gesellschaft bilden. Sie sind der grundlegende moralische Kompass für jeglichen Widerstand und zivilen Ungehorsam. Staatliches Recht und Handeln, das den Menschenrechten widerspricht, macht zivilen Ungehorsam rechtens und nötig. Staatliches Recht und Handeln, das den Menschenrechten widerspricht, macht zivilen Ungehorsam rechtens und nötig. Um das einfach nochmal klar zu machen. In dem Moment, wenn das der Fall ist. Danke. Gilt das auch für den Klimaprotest? Natürlich. Legitimiert von gewählten Regierungen wollen Unternehmen weiter Kohle verbrennen, weil sie im Entscheidungsprozess kurzfristige wirtschaftliche Interessen gegen die langfristige Wahrung der Schöpfung abgewogen haben und die Regierungen zum falschen Schluss gekommen sind, dem Primat der Industrie Vorrang zu geben. Durch die andauernde Verbrennung von Kohle nehmen politische Entscheidungsträger allerdings die Verschmutzung der Atmosphäre, das Aufheizen des gesamten Planeten und den Kollaps unserer Zivilisation in Kauf und gefährden so unser langfristiges Weiter und über uns zusammenleben. Der Staat verhält sich in seinem rechtlich legalen Handeln also moralisch falsch, denn er gefährdet Millionen Menschenleben und bricht auf diese Weise mit den fundamentalen Naturrechten und den Menschenrechten. Hinzu kommt, es existieren bereits seit 25 Jahren technologische Alternativen, die sauber und bezahlbar sind, die funktionieren, ja, die sogar gesellschaftliche Gerechtigkeit herstellen. Die Monopole aufbrechen und ganze Weltregionen von kriegerischen Konflikten befreien können. Das ist ja alles da. Regierungen handeln also nicht aus einer alternativlosen Situation heraus in Verzweiflung, sondern entscheiden sich im Angesicht mehrerer Optionen für die denkbar schlechteste. In Kontrast dazu lassen sich all diejenigen Widerstandsformen als illegitim einordnen, die nicht die Menschenrechte beachten. Wer sich zum Widerstandskämpfer aufschwingt, sich aber gleichzeitig gegen Menschen oder Gruppen von Menschen richtet, der hat sein moralisches Recht auf Widerstand verwirkt. Siehe Neonazis. Beim Klimaprotest hingegen haben selbst Vertreter von Wissenschaft und Politik mittlerweile eingesehen, dass das Handeln der Entscheidungsträger vieler Staaten der Erde hinsichtlich der Verbrennung fossiler Energien falsch ist. Die Politikwissenschaftlerin Franke Hönitsch von der Universität Augsburg etwa sagte kürzlich in einem Interview, im Zusammenhang mit den globalen Klimaprotesten, dass Widerstand in diesem Falle der einzige Weg, vernünftige Weg sei, weil die Komplexität des Problems die Nationalstaaten schlicht überfordert. Es ist, glaube ich, auch im Grunde genommen Ihre Position, Herr Richter. Ziviler Ungehorsam ist immer Ausdruck davon, Zitat von ihr, ziviler Ungehorsam ist immer Ausdruck davon, dass eine Gruppe von Bürgern nicht einfach nur unzufrieden mit der Politik ist,
sondern das Handeln der Regierung als unrechtmäßig einschätzt. Oder ohne, dass man sie auf legalem Weg zur Verantwortung ziehen könnte. In der Theorie wird ziviler Ungehorsam als letztes Mittel verstanden, nachdem alle legalen Arten der politischen Teilhabe ausgeschöpft sind. Zudem gäbe es keine Checkliste, die man durchgehen müsste, bevor man zivilen Ungehorsam leisten darf. Es ist Ihrer Ansicht nach gerade Kennzeichen des zivilen Ungehorsams, dass er nicht gesetzlich geregelt ist. Vollkommen logisch. Ja. Was mich jedoch noch mehr darin bestärkt, dass die Klimaproteste der richtige Weg sind. Erste internationale Politiker sehen den zivilen Ungehorsam als sinnvolle Maßnahme für eine Korrektur der weltweiten Klimapolitik. Bezeichnend ist allerdings, dass es sich nicht um nationalstaatliche Akteure, sondern solche der UNO handelt. Christiana Figueres und Tom Rivett-Cannac sind zwei der Architekten des Paris-Abkommens und leiteten das UN-Klimabüro von 2010 bis 2016. Die beiden haben jetzt ein Buch geschrieben, in dem sie ausdrücklich empfehlen, zivilen Ungehorsam zu leisten. Also Leute, die in dem System waren und immerhin das Pariser Abkommen gemacht haben, rufen dazu auf. Und das ist faszinierend, dieses Buch. Vom Kampf um Unabhängigkeit in Indien, so sagen sie, bis zur Bürgerrechtsbewegung in den USA hat sich ziviler Ungehorsam immer erhoben, wenn eine herrschende Ungerechtigkeit unerträglich wurde, so wie wir es jetzt beim Klimawandel sehen, schreiben sie in der Einleitung. Figueres und Rivett-Cannac loben ausdrücklich Fridays for Future und Extinction Rebellion und schreiben, diese Proteste solle niemand überraschen. Wir vermuten seit den 1930er Jahren, dass es einen Klimawandel geben könnte und sind spätestens seit 1960 sicher. Seitdem haben wir so gut wie nicht oder viel zu wenig dagegen getan. Das haben wir ja auch vorhin auch von Ihnen gehört. Das Ergebnis seien nun die ersten deutlichen Anzeichen einer globalen Klimakrise und die daraus resultierenden Proteste. Es sind ja auch Überlebensproteste. Meiner Erfahrung nach braucht es 5 Faktoren und einen ganz sehr bewussten Moment der Entscheidung. Erstens, zuallererst braucht es für Widerstand einen Zugang zu verlässlichen Informationsquellen. Und damit meine ich nicht nur soziale Netzwerke, sondern auch diverse klassische Medien mitsamt der ganzen Bandbreite an Meinungen und Fakten. Zweitens benötigt man anschließend die Fähigkeit, Informationen einzuordnen und komplexe Zusammenhänge erkennen zu können. Im Grunde handelt es sich hier um eine Art Medienkompetenz für Verbreitung von Informationen. Drittens, Sie brauchen einen ausgeprägten inneren Kompass, eine moralische Prägung, um Ungerechtigkeit erkennen zu können. Bis hier schaffen es übrigens noch die meisten aufgeklärten Menschen. Dann aber, viertens, kommt der Moment der Erleuchtung, der Entscheidung. Ist das okay, wenn ich sage Erleuchtung? Ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwas im Inneren ist. Also, der Zeitpunkt, an dem man sich ganz bewusst zu einer Haltung entscheidet, eine Veränderung anstößt und den eigenen Aufbruch beginnt. Das ist ein sehr intimer Moment. Aber es verändert Ihr Leben. Der fünfte und letzte Faktor, und das haben alle Widerstandskämpfer in der Geschichte gemeinsam, ist eine mentale Stärke, um sich dem Mainstream entgegenzusetzen. Wer das nicht hat, der hält es nicht durch. Es braucht Überwindung, eine Prise Wahnsinn, ein gewisses Durchhaltevermögen, um aufzustehen, laut Nein zu sagen und dann auch stehen zu bleiben. Und die moralische Verpflichtung, nach den eigenen Überzeugungen auch weitestgehend danach zu handeln. Ich muss Ihnen sagen, die Menschen, die mich am neuesten damit konfrontiert war oder die ich kennenlernen durfte, waren dieser Widerstand im Hambacher Forst. Da haben 30, 40, 50 Menschen jahrelang, lange bevor sie in den Medien waren, in Baumhäusern gelebt. Und zwar Sommer wie Winter, wie Herbst, im Regen und so weiter und so fort. Die haben das die ganze Zeit dort bewacht. Wir hatten da Kontakt mit den Leuten. Ich habe gesagt, Menschenskinder, was hält euch hier? Und die haben gesagt, wir bleiben hier so lange, bis klar ist, dass er stehen bleibt. Und dann gehen wir wieder. Das hat mich sehr berührt, weil ich dann auch gesehen habe, was das eigentlich in letzter Konsequenz bedeutet. Und es hat mich erinnert daran, dass ich 1989 im Zusammenhang mit der Tatsache, dass ich eine Friedensinitiative innerhalb der
Bundeswehr gegründet habe, das Darmstädter Signal, was es auch jetzt noch gibt, waren wir damals in Dresden, um sozusagen diesen inneren, unteren Widerstand auch zu erfahren, der damals ja vorhanden war, also Mitte 1989. Wir trafen 5 mittelältere Männer vor, die völlig frustriert waren und die mit so Rotationsmaschinen, da, Sie kennen das vielleicht noch, so diese ganze Alter, so haben die Flugblätter gedruckt. Und die waren, eigentlich waren die schon völlig erschöpft, weil sie das schon jahrelang gemacht haben, so hochgefährlich gewesen. Und das muss man dann ja auch die Leute bringen und so weiter. Und sie waren, aber sie haben gesagt, wir halten das, wir machen das einfach immer weiter. Und ich sage, ja, auf welchem Ziel? Ja, dass sich das System verändert. Also die haben sogar eine Systemveränderung gewollt. Und 3 Monate danach war der 9. November und ich muss Ihnen nicht erzählen, was damals passiert. Auf einmal waren Montagsdemonstrationen da, auf einmal waren Hunderttausende auf den Straßen. Und wenn ich, als ich die dann gesehen habe, und ich habe sie ja dann auch gefilmt, ich durfte filmen, wie das erste Stück Mauer an der Potsdamer Platz nach oben gezogen wurde, musste ich immer an diese 5 Männer denken. Erstaunlicherweise waren es alles Männer, die einfach über Jahre immerzu, jeden Montag oder so, haben die da ihre Flugblätter verteilt und so weiter und standen mit 10 Leuten auf der Straße. Also man braucht auch schon Durchhaltefähigkeit. Und irgendwann klappt es dann. Ist natürlich ein Moment des Glücks, aber da komme ich gleich noch zu. Bei vielen Menschen, auch geradezu heute, ist der Widerstand bei der Entscheidung abgeschlossen. Er mündet dann im Kleinen und Persönlichen, indem man seine Ernährungs-, Transport- und Verbrauchsgewohnheiten anpasst. Und das ist auch gut so. Veränderung geschieht auch im Stillen und im Kleinen. Das ist wirklich alles gut so. Widerstand braucht aber auch lauten Protest, braucht Kämpfer, Idole, Vorbilder, illegale Maßnahmen. Gorleben, der Film wird heute nachher gezeigt, schon lange selber nicht mehr angeschaut. Wenn Sie das sehen, verstehen Sie, was ich meine. Die haben, war auch top organisiert, die haben einfach mal 2 Nächte bei minus 5 Grad da auf den Straßen kampiert. Und das waren Pfarrer und Ärzte und Ärztinnen und Hausfrauen mit ihren Kindern und so weiter. Das war eine absolut bürgerliche Kraft. Werde ich nie vergessen. Und weil eine lebendige Demokratie auch nur mit einer kritischen, widerstandsfähigen Gemeinschaft funktioniert, kann ich nur einen klaren Schluss ziehen. Der Staat muss in Bildung investieren. Und zwar in solche, die Menschen das Denken lehrt. Informationskompetenz, die Auseinandersetzung mit Grundrechten sowie Resilienz, also Widerstandskraft, müssen in den Mittelpunkt von Schulen und Ausbildung. Danke, Volkshochschule Aachen, dass Sie das hier gemacht haben. Wir brauchen auch eine kritische Masse an Menschen, damit Widerstand erfolgreich wird und Veränderung eintritt. Dafür benötigen wir mehr Menschen, die in Zeiten von Fake News und Hasskommentaren, in Zeiten von Populismus und Fremdenfeindlichkeit einen klaren Kompromiss, einen klaren Kompass behalten und an eine bessere Welt glauben. Die verstehen, dass Wirtschaft und Industrie bei der Verbrennung von Kohle etwas in Anspruch nehmen, das ihnen nicht gehört. Dass eine Minderheit reicher und gieriger Menschen und Konzerne knappe Ressourcen zulasten der Mehrheit der Menschheit und zukünftiger Generationen abschöpft. Und dass sie uns damit das Menschenrecht brechen und uns die Chance auf ein gutes Leben nehmen. Dies zu vermitteln, ist der zentrale Antrieb meiner Filme. Die Wirtschaft und insbesondere die Energiebranche steht als Teil der globalen Gesellschaft in der Verantwortung, moralisch gute Entscheidungen zu treffen. Aus eigener Kraft werden sie das nicht schaffen, denn ihr Kompass ist kaputt. Das haben sie über die vergangenen 60 Jahre bewiesen. Deswegen brauchen wir Widerstand in einer Form, der Massen mobilisiert, Grenzen ignoriert, der auch mal wehtut und der einen solchen Druck entfaltet, dass keiner sich der Dynamik entziehen können wird. Weder Politiker, noch Unternehmenslenker, noch Landwirte, noch Stadtbewohner. Ich bin zutiefst überzeugt, der Klimaprotest ist legitim, weil er notwendig ist. Und ich glaube auch, er ist auf einem guten Weg. Lassen Sie mich mit einer persönlichen Botschaft schließen. Widerstand kostet vielleicht Kraft und es ist erst einmal etwas grundlegend Kritisches. Ein Dagegensein wird hier oftmals auch vorgeworfen. Sie hat immer nur dagegen.
Und ja, auch, ist auch destruktiv, zumindest gegenüber Teilen der bestehenden Ordnung. Dagegen sein kann auch im ersten Moment eine sehr einfache Wahl sein, weil es keinen konstruktiven, positiven Gegenvorschlag braucht. Das ist aber eine Forderung, natürlich auch zu Recht, die gestellt wird an Menschen, die im Widerstand sind. Doch Widerstand kann tatsächlich in produktive Bahnen gelenkt werden, indem man ihn messbar macht. Er kann nach demokratischen Regeln angewandt produktiv genutzt werden. Die Kreativität und die Power, die dabei ist, aber auch die Intelligenz. Und wenn Sie mal schauen auf die Straßen, wer da so sitzt, das sind schon tolle Teile der Gesellschaft. Also diese kann zu besseren Ergebnissen im demokratischen Entscheidungsprozess führen. Und er kann, das ist meine persönliche Erfahrung aus einem erfüllten Leben, zu einem tiefen Gefühl der Sinnhaftigkeit des Lebens und zum Glück führen. Heute funktioniert unsere Demokratie nach dem Prinzip des kleinsten gemeinsamen Nenners. Das führt zu zutiefst kompromisshaften Ergebnissen, in denen von allen Lösungen und allen Standpunkten ein bisschen enthalten sein soll und muss. Bitte verstehen Sie mich nicht falsch, ich bin natürlich nicht gegen Kompromisse. Ja? Sie sind ein wesentlicher Baustein unseres heutigen Wohlstandes und friedlichen Zusammenlebens. Aber in grundlegenden Fragen führt dieses Prinzip zu verfälschten Ergebnissen. Wir selbst sprechen von Kohlekompromiss. Und seien wir ehrlich, wer von Ihnen ist damit wirklich zufrieden? Durchgesetzt haben sich in erster Linie diejenigen mit dem dicksten Portemonnaie. Leider, leider, leider. Und nicht die demokratische Mehrheit mit ihrem Widerstand. Manchmal müssen wir auch kompromisslos handeln. Widerstand setzt Energie frei. Besonders dann, wenn es um eine moralisch gute Sache geht. Ihr dürft, also, er sollte euch widersetzen. Seid rebellisch. Ich denke ja, jedenfalls in der Form, wie wir es seit 30 Jahren tun. Als Dokumentarfilmer und Chronist mache ich mich immer einer Sache gemein. Auch wenn Journalisten das prinzipiell leugnen oder sogar ablehnen würden. Macht aber sozusagen letztendlich, wenn wir ehrlich sind, jeder. Auch Steingart oder der Spiegel oder Stern oder so etwas. Also von daher, das ist auch pharisäerhaft, dieser Vorwurf, der dann gemacht wird. Aber wir nehmen ihn auf. Gerade aber, wenn es um gefilmten Widerstand geht, geben wir als Filmemacher den systemisch Unterlegenen ein Gesicht und eine Stimme. Wir werden als Verstärker also zwangsläufig zum Teil ihrer Bewegung. Warum also nicht offen damit umgehen und sich klar auf die Seite dagegen stellen, derjenigen stellen, die Widerstand leisten? Auch das tun wir, auch als Aktionisten. Indem wir ihre Anliegen in verführerische Bilder verpacken, in Geschichten, die mitreißen und Identifikation schaffen. Vorhin wurde davon gesprochen, von Fridays for Future. Der nächste Film, den wir machen wollen, heißt Fridays. Der wird nur in Teilen über Fridays for Future gehen. Der wird aber vor allem darum gehen, worum auch diese Rede hier handelt. Was passiert im Inneren, damit wir die Kraft haben, tatsächlich in den Widerstand zu gehen oder eine neue Welt aufzubauen, um die wir ohne Zweifel brauchen. Das ist sozusagen der Film, von dem vorhin auch gesprochen wurde, existiert so, nämlich in einer Form einer Broschüre und den Aufruf, die Finanzierung des Films vielleicht mit zu unterstützen, wenn Sie Lust dazu haben. Das ist immer so, dass man das vorher braucht. Mein Ziel war es immer, Auswege zu zeigen. Nicht Angst als den allbestimmenden Faktor, der uns zum Aufbruch bewegt, sondern die Lust an Lösungen, um diese intime Entscheidung, ja, ich verändere etwas, um diese Entscheidung leichter zu machen. Versucht es mal. Ich kann garantieren, wer sozusagen diesen Schritt gegangen hat, wird ein Stückchen glücklicher sein. Und diesen Schritt zu gehen und tatsächlich zu widerstehen, kann zu einem Höhepunkt eurer Lebensgeschichte werden. Dazu lade ich euch alle ein. Vielen herzlichen Dank. Dankeschön.